Isaac ist sehr jung, gerade 18 Jahre alt. Auch noch nicht eine ganze Saison beim BVB. Also er muss noch sehr viel lernen, aber er ist ein sehr talentierter Spieler. Das sieht man. Das hat er auch gegen Magdeburg gezeigt. Und jede Minute, die er machen kann, ist für ihn wichtig. Und für seine Entwicklung ist das wichtig. Und ich bin noch, ja, was ist das, fast drei, vier Monaten da. Ich habe schon eine Entwicklung gesehen, wie er mit seinem Körper arbeitet. Am Anfang der Saison war es noch ein bisschen weich. Er wird jetzt stärker. Das ist auch normal. Er bekommt ein bisschen mehr Erfahrung. Und jeden Training gegen unsere Innenverteidiger spielen, das macht, dass er ein besserer Spieler wird. Klar, das ist nicht ein normaler Aufsteiger. Das war immer ein Bundesliga-Verein. Aber trotzdem haben die vor allen Dingen am Anfang sehr, sehr gut gemacht. Und das ist eine gute Mannschaft, das haben wir schon gesehen. Gefährliche Mannschaft auch, nicht viel Torschüsse. Trotzdem ist es sehr schwer zu siegen gegen Hannover. Die haben wirklich eine gute Mannschaft mit einer guten Organisation. Also das wird wieder eine Herausforderung für uns. Also es war wichtig, dass die zwei wieder im spielen konnten. Schmeller war das zweite Mal. Er hat von Anfang an gespielt. Die anderen beiden, die sind während das Spiel in die Mannschaft gekommen. Also das war wichtig für uns und auch für die Spieler selber. Wenn man so lange verletzt ist, dann ist das immer gut, auch für die Motivation, wieder mal Minuten zu machen. Das haben beide gemacht und ich bin froh darüber, weil das sind sehr gute Spiele, die wir sehr gut gebrauchen.